Hallo Gartenfreunde, ein neues Video, das letzte Video über das Bekehren. Dann habe ich nichts mehr da. Aber erst kommt mal die Meise. Und zwar habe ich vorgezogen Fenchel. Jeder baut Fenchel ein, will ich da auch mal versuchen. Weiß zwar nicht warum und für was ich das gebrauchen kann, aber wir werden erstmal anbauen. Oder vielleicht auch nicht. Haben wir hier. Außen tun sie ja ganz gut. Ich hatte mal bei Facebook welche gesehen, die waren 1,5 Meter lang. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. So, da gucken wir mal hier rein. Und mal hier rauspulen was. Also, ich habe 12 Becher gemacht. Mit der Erde. Wenn 10 überleben, bin ich zufrieden. Sehen ja ganz gut aus. Nur mal ein größeres Loch buddeln. Und die hier reinsetzen. Können wir auch etwas tiefer setzen. Bis zu den Keimblättern. Übrigens mit meinen Kohlsorten, das wird für dich dieses Jahr nichts werden. Sind schon alle gelb geworden, weil kein Platz ist. Hab schon einige pikiert, aber nicht alle, nur einige. Keinen Platz. Ja. Die Reste ich mache alleine. Mal Ihnen zeigen, wie man gegen euer die Erde reinbuddelt. Wer hier Fenchel anbaut, der muss vorsichtig sein beim Rausmachen. Die brechen schnell ab. Sind ganz feine Wurzeln. Ich habe gerade so 12 Stück zusammengekriegt. Sehen, ob sie überleben. Soll ich angießen und auf die Fensterbank stellen. So, wir haben platziert in der Küche auf dem Fenster. Balkon habe ich keinen Platz mehr. Musste Nadjas Orchideen mussten weichen. Hier haben wir den Kohl. Wir hatten schon, kriegen schon gelbe Blätter. Musste ich unbedingt kopieren. Ich habe so lange gewartet wie möglich. Habe sie nicht wachsen lassen. Das ist hier Würsingkohl, das weiß ich.
Das könnte eventuell Rosenkohl oder Blumenkohl sein. Weiß ich jetzt nicht mehr. War weggewaschen. Ja. Kommen wir zum Abschluss. Wenn unser Fenchel sieht erstmal gut aus. Wir waren Freunde. Das war, wie gesagt, die letzte Bekehrung von den Pflanzen. Heute haben wir den 17. April. Eine Woche noch. Bin ja gespannt, ob das dann gelockert wird. Ich werde berichten. Das war bis auf ein kurzes Video, Gartenfreunde. Trotzdem, wie immer, einen Daumen nach oben und mich freuen. Abonnieren, kommentieren, auf die Glocke drücken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Auf Wiedersehen. Baka, baka.